Hallo, ich bin Ellie Genüx und ich hoffe, du bist ready für die nächste Shell Challenge. Am Samstag, den 3.6., feiere ich ein Jahr Affiliate auf Twitch und das möchte ich mit euch gemeinsam mit einem 12-Stunden-Stream feiern. Und dort gibt es dann auch wieder eine Shell-Tour. Vermutlich denken sich viele von euch jetzt, war die letzte Shell-Challenge von ihr nicht gerade erst? Ja, und darüber wird diese Woche auch noch ein Video kommen. Diese Shell-Tour hat mir nämlich unglaublich viel Spaß gemacht und ihr habt mir einfach 22 großartige Häuser für unsere Livia erstellt. Und auch in dieser Challenge habt ihr die Möglichkeit, ein Gebäude für unsere Okkult-Baby-Challenge zu erstellen. Während der letzten Shell-Tour haben sich viele von euch nämlich gleich die nächste gewünscht und außerdem hattet ihr so viele coole Ideen für weitere Bau-Challenges, da habe ich mir gedacht, das müssen wir doch gleich machen. Wie ihr seht, wir sind jetzt hier in Brindleton Bay. In der letzten Shell-Challenge hat nämlich ein Gebäude gewonnen, das eben in Brindleton Bay gebaut wurde und deshalb wird Livia mit ihrer Familie sehr bald hier hinziehen. Und dafür könnt ihr noch einige Gebäude bauen. In dieser Shell-Challenge kann es nämlich gleich 4 Gewinner bzw. Gewinnerinnen geben, da wir 4 verschiedene Grundstücke zu befüllen haben. Dabei habe ich mich ganz einfach für alle 40x30 Grundstücke hier in Brindleton Bay entschieden. Die erste Option sehen wir hier oben. Dort ist normalerweise der Welpenpark. Die zweite Option ist gleich gegenüber. Dort ist normalerweise die Tierklinik. Außerdem könntet ihr das Gebäude auch noch hier platzieren. Hier ist normalerweise ein Wohngrundstück. Und die letzte Möglichkeit ist hier unten. Da gibt es vom Spiel aus ganz einfach eine Bar oder eine Lounge oder so irgendetwas in der Art. Ihr könnt hierbei einerseits frei wählen, ob ihr hier, hier, hier oder hier bauen möchtet und außerdem könnt ihr auch noch wählen, was genau ihr bauen wollt. Aber schauen wir uns die Shell am besten gleich mal genauer an. Und hier seht ihr unsere Shell. Diese besteht aus 2 Stockwerken. Wir haben hier einmal das Erdgeschoss und hier haben wir noch das obere Stockwerk. Wie euch sicher gleich auffällt, die Shell sieht hier auf diesem großen Grundstück ziemlich verloren aus. Und das war von mir ehrlich gesagt auch so beabsichtigt, denn ich möchte, dass euer Fokus hier vor allem darauf liegt, was rundherum passiert. Was ich damit meine ist, ihr könntet aus dem Grundstück zum Beispiel einen Park machen und die Shell wird dann so ein kleiner Aufenthaltsbereich, vielleicht mit einem WC oder einem kleinen Café dabei. Oder was ich auch schon mehrmals gehört habe, dass ihr mir gern einen Generationenfriedhof bauen würdet und dann könntet ihr zum Beispiel aus dem Gebäude einfach eine kleine Kapelle machen oder auch eine Gruft. Möglicherweise wollt ihr aber auch ein Open-Air-Kino machen, wo Ruby und ihre Freunde und Freundinnen in Zukunft dann gemeinsam abhängen können. Oder ihr wollt gar eine winzige versteckte Bibliothek machen, die sich auf Übernatürliches spezialisiert hat, wo Livia dann ihre Zeit verbringt. Wie ihr schon merkt, das waren jetzt nur ein paar erste Ideen. Lasst eurer Kreativität wirklich freien Lauf. Ihr könnt mir wirklich bauen, was ihr möchtet und was ihr eben vor allem findet, das in unserem Let's Play noch fehlt. Am meisten freue ich mich natürlich immer, wenn auch eine kleine Beschreibung beim Gebäude dabei steht und schreibt mir natürlich auch gern, auf welches der 4 Grundstücke eure Shell gehört. Wie immer findet ihr die Shell in der Galerie, diesmal unter dem Hashtag ElienuxLiviaRandom. Und zum Abschluss noch kurz die Regeln. Hochladen könnt ihr die Shells bis zum Freitag, den 2.6. oder eben bis der Stream beginnt, denn wir touren am Samstag, den 3. gemeinsam im Stream durch eure Shells und werden dann natürlich auch die GewinnerInnen bestimmen. Ihr dürft natürlich keine Mods oder Custom Content benutzen, nur der Toolmod ist erlaubt. Existierende Wände dürfen nicht verändert werden, aber die Wandhöhe könnt ihr anpassen, wie ihr möchtet. Ihr könnt es natürlich auch völlig frei verschieben und drehen und ihr dürft alle Packs benutzen. Ich freue mich schon sehr auf eure Gebäude. Falls ihr die Regeln während dem Bauen vergessen solltet, diese findet ihr natürlich auch in meinem Discord-Server. Und wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit.